Immer wieder gibt's Filme, die gefallen eigentlich jedem. Filme, die sind instantly Kult und Filme, bei denen ich mir dann aber irgendwie wieder denke, na ja, ich meine, schlecht ist er nicht, aber jetzt wirklich so, dass ich begeistert aufheulen würde, auch nicht. Die Rede ist von dem Film, für den ich jetzt sicher von euch einige Ohrfeigen bekommen werde, Drive. Ich persönlich finde ihn ein klein wenig überbewertet, was keinesfalls heißen soll, dass ich ihn schlecht finde, nur finde ich, dass der Hype drumherum nicht so ganz gerechtfertigt ist. Mittlerweile habe ich von dem Film zwei verschiedene Steelbooks in meiner Sammlung. Natürlich musste ich die Mondo X-Version haben, aber ich habe mir damals auch noch, und ich glaube, es war schon Zavi, die UK Steelbook-Auflage zugelegt, ist aber leider eines der Steelbooks in meiner Sammlung, auf die ich am wenigsten stolz bin, denn es ist verdellt, es ist kaputt. Ich weiß, ich habe mich damals extrem bemüht, als ich es bekommen habe, dass ich es wieder gerade biege und gerade biegen kann. War leider eines von den Steelbooks, wo ich es bestellt habe, wo es angekommen ist. Und zu dem Zeitpunkt, als ich mitgekriegt habe, dass es kaputt ist, war es schon ausverkauft und war es nicht mehr zu bekommen, sodass ich die Möglichkeit hatte, entweder Geld zurückschicken und darauf verzichten oder es in der beschädigten Version in meiner Sammlung zu haben und ansatzweise mich zu bemühen, es zu reparieren. Das Reparieren ist mir damals auch relativ gut gelungen bei den meisten Steelbooks. Ich meine, ich habe es auch nur gemacht bei welchen, die nicht extrem stark beschädigt waren. Hier auf jeden Fall einmal ein Frontcover, das mir persönlich so ziemlich, naja, also gefallen ist maßlos übertrieben. Wir haben grundsätzlich bei allen Bildelementen, beim Titel, bei Ryan Gosling und dem Auto einen partiellen Hochglanzlack drauf. Wir haben den Hintergrund in Schwarz, allerdings dann matt. Wir haben sogar bei einzelnen wenigen Elementen wie der Stoßstange vom Auto ganz dezent den metallischen Steelbook-Effekt. Aber wir haben hier grundsätzlich ein ganz, ganz einfaches, ganz, ganz schlichtes Design, das in Wirklichkeit nur bedingt meinen Geschmack trifft. Auf dem Backcover sehen wir dann eben hier einerseits meine Bemühungen, das Ganze wieder gerade zu biegen, die ansatzweise Erfolg hatten. Dann sehen wir Ryan Gosling vor dem Fenster stehen mit dieser genialen Skorpionjacke, wo wir auch etwas mehr den metallischen Steelbook-Effekt sehen können als auf dem Frontcover. Aber was mich ein bisschen stört bei diesem Steelbook ist eben die Tatsache, dass es eigentlich keine Continuity zwischen Front- und Backcover gibt, sondern dass hier einfach nur mehr oder weniger zwei Bilder und zwei Motive zu sehen sind. Innen haben wir dann einfach rein gar nichts, außer auf der rechten Seite die Blu-ray-Disc. Innenartworks bei Steelbooks sind ja absolut überbewertet, vor allem bei welchen, die mittlerweile als absolute Sammlerstücke gehandelt werden. Wobei, gut, meines eh nicht aufgrund der Beschädigung, aber das ist wirklich ein Steelbook, das mich optisch wirklich enttäuscht hat, wo mir im Gegenzug dazu das Mondo X Steelbook ungefähr 20 mal mehr gefällt und wo ich natürlich im Endeffekt alleine über die Beschädigung von meinem Steelbook ziemlich traurig bin.